auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Nun, offenbar hast du erreicht, was du wolltest. Das Institut ist zerstört und alle hier oben halten dich für einen Helden. Ich wollte nie ein Held sein. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Nun, vielleicht solltest du dir einen Moment Zeit nehmen und drüber nachdenken, was du getan hast. Tatsache ist, dass unschuldige Menschen sterben mussten, weil Ältester Maxon unter Größenwahn litt. Er schwafelte unaufhörlich darüber, dass das Institut Gott spielt, weil es die Synths erschaffen hat. Weißt du was? Vielleicht sollte er mal in den Spiegel schauen, denn für mich ist er hier der Einzige, der Gott gespielt hat. Findest du nicht, dass sie sich für ihre Verbrechen verantworten mussten? Oh Gott, jetzt hörst du dich wie Maxon an. Der hat dir ordentlich den Kopf verdreht, nicht wahr? Weißt du, dass ich mir tatsächlich eingeredet hatte, dass du Liberty Prime als Druckmittel verwenden würdest? Dass du hofftest, das Institut würde sich ergeben? Ich habe jetzt das zweite Mal zugelassen, dass die Bruderschaft mich hintergeht. Ein drittes Mal wird es nicht geben. Ich habe Proctor Ingram schon gesagt, dass ich nicht mehr an Liberty Prime arbeiten werde. Ich werde friedlich an meinen eigenen Projekten arbeiten. Also sollten wir in Zukunft einander aus dem Weg gehen. Ad Victoriam, Wächter. Entschuldigung, Proctor Ingram. Und? Hast du noch andere Tricks auf Lager, als das Institut verschwinden zu lassen? Hast du an was Bestimmtes gedacht? Wenn du mich fragst, hast du schon mehr als genug getan. Du hast fast im Alleingang alles erreicht, weshalb die Bruderschaft hierher gekommen ist. So etwas beeindruckt sogar einen alten Griesgram wie mich. Wie dem auch sei, ich möchte dir hier kein Ohr abkauen. Maxon hat mir erzählt, dass du weiter an Bord der Pretwen bleibst. Vielleicht kannst du mir bei einem Problem helfen, das wir schon länger haben. Es ist eine enorme Last für die Antriebssysteme der Pretwen, das Schiff in der Schwebe zu halten. Ich habe die Reparaturen im Griff und wir haben genug Treibstoff für die Fusionsreaktoren. Aber uns geht das Reaktorkühlmittel aus. Habt ihr denn nicht genug davon an Bord? Hey, ich dachte nicht, dass ich diesen schwebenden Stahllaufen so lange in der Luft halten muss. Und das Kühlmittel ist alles andere als einfach zu besorgen. Also solltest du uns vielleicht unter die Arme greifen, anstatt meine Wartungsmethoden zu hinterfragen. Ich sehe mich danach um. Keine Sorge. Naja, du kannst dich umsehen, so viel du willst. Das Zeug liegt nicht einfach so im Commonwealth herum. Hier, nimm diese Liste. Sie enthält alle Inhaltsstoffe, die man für einen Kanister dieses speziellen Kühlmittels benötigt. Finde die Materialien, mische sie an einer der Laborstationen im Schiff und bringe es zu mir. Ganz einfach. Wenn das Kühlmittel gut ist, bezahle ich dich sogar. Gemäß unserer Rückholerstattungsrichtlinien. Das war's fürs Erste. Viel Glück! Ich weiß, dass ich das nicht als Erster sage, aber ich weiß zu schätzen, was du da unten getan hast. Das Institut hat genau das bekommen, was es verdient hat. Lächel mal, Proctor. Wir haben gewonnen. Ich wünschte, das könnte ich. Ich muss einfach an all die Leben denken, die uns das bisher gekostet hat. Es gab da einen ganz bestimmten Piloten. Er hieß Rico. Ich war lange genug auf diesem Schiff, um seinen Weg vom Ödland Greenhorn zum Lancer verfolgt zu haben. Jeden Tag kam er nach seiner Schicht zu mir und wir redeten über alles Mögliche. Manchmal stundenlang. Ich erinnere mich noch an den Tag, als Kels ihm seinen eigenen Vertibird zuteilte. Er kam direkt zu mir gerannt und gab mir eine Flasche Whisky. Ich habe ihm gesagt, er soll sie behalten, aber er bestand darauf. Er sagte, ich sei sein Freund und er schulde mir das, weil ich ihm so lange geholfen hatte, seinen Verstand nicht zu verlieren. Ist ihm etwas zugestoßen? Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Kurz bevor du auf die Pretwen zurückgekehrt bist, teilte Kels mir mit, dass er abgeschossen wurde. Irgendein Arschloch mit einem Raketenwerfer hat ihn mit einem Glückstreffer vom Himmel geholt. Ich weiß nicht, warum ich dir all das erzähle. Das geht dich eigentlich gar nichts an. Ich wollte dir wohl nur zeigen, dass jeder Sieg seinen Preis hat. Es gibt die, die am Leben sind und feiern, und die, die gefallen sind, um den Sieg zu ermöglichen. Nun, ich glaube, ich habe für heute lang genug im Dreck gewühlt. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit für all das, was du getan hast. Ich hoffe, diese Geste bedeutet dir genauso viel wie mir.
Proktor Tegan? Na, wenn das nicht unser persönlicher Wächter ist. Ich hätte da besondere Ausrüstung für dich. Sag mir, wenn du sie mal ansehen möchtest. Ich brauche was mit Feuerkraft. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. Schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ist dir klar, dass du mir eine Unmenge neuer Gelegenheiten eröffnet hast, als du das Institut zerstört hast? Ich kann es gar nicht erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Was meinst du damit? Also, eigentlich ist es ja ganz einfach. Die Detonation des Reaktors im Institut hatte zweifelsohne erhebliche Auswirkungen auf das Ökosystem des Commonwealth. Eine derart gewaltige atomare Explosion gab es schon lange nicht mehr. Und wenn, dann war ich nicht nah genug dran, um sie zu erforschen. Allein die Vorstellung, die Auswirkungen dieser enormen Strahlungsdichte auf die lokale Flora und Fauna zu erforschen, bringt mich schier aus dem Häuschen. Du hast der Wissenschaft einen gewaltigen Dienst erwiesen. Wie dem auch sei, du hast sicher noch zu tun und ich muss mich wieder meinen Daten widmen. Danke nochmal, dass du mir diese wunderbare Gelegenheit eröffnet hast. Pass da draußen auf dich auf, Bruder. Du hast Entschuldigung, gelehrte Wächter. Hast du Blutproben für mich, Wächter? Ja, hier, bitte. Machst du dich über mich lustig? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist definitiv keine geeignete Blutprobe. Hast du jetzt etwas für mich oder nicht? Hast du noch mehr von Verbindung X111 hergestellt? Noch nicht. Ich brauche mehr Blutproben, damit ich eine neue Charge herstellen kann. Denk dran, wenn du mir Proben bringst, kann ich die Verbindung herstellen. Ich habe von hier oben gesehen, wie das Institut in die Luft geflogen ist. Gute Arbeit, Sir. Ich lese wirklich gern. Aus Büchern kann man alles Mögliche lernen. Hey, Sean. Papa, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Stimmt das? Hast du wirklich das Institut in die Luft gesprengt? Warum denn? Es war gefährlich, Sean. Für alle im Commonwealth. Ja, das hat mir diese Proktorfrau auch gesagt. Solange du mich nicht verlässt, ist alles okay. Du wirst mich doch nicht verlassen, oder? Wohin sollte ich denn gehen? Ich weiß nicht. Du bist beschäftigt und viele Leute brauchen dich. Achte nur darauf, dass du mich nicht vergisst. Bevor ich es vergesse. Vater, hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Ich hab's mir nicht angehört, aber ich glaube, es ist wichtig.
Wenn du das hier hörst, sind sämtliche Konflikte zwischen uns beendet. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass du mir den Wunsch erfüllen wirst, den ich gleich äußern werde. Aber ich will es dennoch versuchen. Dieser Sand, dieser Junge, er hat Besseres verdient. Er wurde so programmiert, dass er glaubt, dass er dein Sohn ist. Ich hoffe, dass du ihn zu dir nehmen wirst. Ich möchte nur, dass du ihm eine Chance gibst. Eine Chance, Teil der Zukunft des Commonwealths zu werden, wie auch immer die aussehen mag. Ich bin froh, dass ich nicht an der Oberfläche leben muss. Das wäre langweilig. Für jeden sein, der es sich anmaßt, an unserer Menschlichkeit herumzupfuschen. Nützlich, oder? Hey.
Hey. Hm? Geh dorthin. Na klar. Da mag jemand keine Besucher. Hier kann man gut übernachten. Vernünftige Preise. Hi. Hallo. Lass mich mal sehen. Wo tut's denn weh? Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Nur weil die Bruderschaft gewonnen hat, kommt man nicht unbedingt an ihren Kram. Ich habe immer noch die besten Sachen im Commonwealth. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wenn dir was gefällt, greif zu. Mein Angebot wechselt ständig. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Cricket. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Zeig mal, was du so hast. Stell dir vor, wie gut sich eine davon in deiner Hand anfühlt.
Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Klar, ich schau mal, was du hast. Von allem etwas.